Hey, ich bin's wieder, Chris, und in diesem Video will ich euch mal zeigen, wie ihr das Google Ads Conversion Tracking richtig einrichtet und somit halt eben bei euren Kampagnen bei Google Ads direkt in den Statistiken eure Conversions seht. Also wenn jemand sich bei euch mit seiner E-Mail-Adresse eingetragen hat oder halt was gekauft hat, je nachdem. Dann gehen wir mal rein in Google Ads. Und ich zeige euch einfach mal, wie ich das Ganze gemacht habe und wie das Ganze auch bei mir funktioniert. Einmal kurz Konto wechseln. So, da sind wir drin. Okay, da haben wir die Kampagnenübersicht. Ja, unser Ziel ist natürlich jetzt, dass dann hier hinten bei den Conversions eben in der Spalte nicht mehr die 0 steht. Also dass es halt einfach nicht erfasst wird, sondern dass halt hier die Conversions eben gleich bei Google Ads dastehen und man das dann nicht nur bei seiner Funnel-Software sieht oder bei seinen Website-Bilder da in den Statistiken, sondern dass man es direkt bei Google Ads sieht, ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Ja, hier bei meiner Kampagne hatte ich das auch vergessen einzurichten, aber das habe ich dann nachträglich gemacht. Deswegen gucken wir uns das Ganze mal an. Wir gehen dazu auf Tools und Einstellungen, dann auf Conversions bei Messungen. Und hier seht ihr schon, habe ich jetzt das Conversion Tracking für ein Lead auf meiner Website eingerichtet, also für alle, die sich auf meiner Website mit ihrer E-Mail-Adresse eingetragen haben und die E-Mail-Adresse bestätigt haben und dann auf meine Danke-Seite gekommen sind. Die werden eben getrackt und das wird mir dann hier angezeigt bei Google Ads. Ja, ihr geht dann hier auf das Plus. Dann, in meinem Fall bin ich auf Website gegangen, weil ich will ja die Conversions auf meiner Website eben tracken und messen. Dann bei Kategorie bin ich auf Registrierung gegangen. Hier gibt es zwar auch noch Lead-Formular senden, aber Registrierung passt in meinem Fall besser, weil beim Lead-Formular, das kann einfach so ein Kontaktformular sein. Und bei Registrierung geht es halt speziell, hier steht es auch, wenn sich jemand für einen kostenlosen Newsletter anmeldet. Das ist ja bei mir der Fall. Deswegen Registrierung. Conversion-Name habe ich, wie ihr schon gesehen habt, in meinem Fall halt nach meiner Website benannt, Affiliate gepaart. Und dann Lead, dass ich halt weiß, dass ich hier die Leads messe. Eine Conversion ist in meinem Fall hier ein Lead, jemand, der sich mit seiner E-Mail-Adresse bei mir einträgt. Ja, dann Wert, für jede Conversion denselben Wert. Das habe ich hier standardmäßig gelassen. Das ist bei einem Lead eh relativ egal. Da kommt es dann eher bei Sales drauf an. Hier steht dann noch mal eine Beschreibung daneben von Google. Ja, Zählmethode. Habe ich auf eine gestellt, weil wie gesagt, bei mir geht es ja um die Leads und hier steht, diese Option empfiehlt sich für Leads, Anmeldungen, bei denen nur die erste Interaktion einen Wert für Ihr Unternehmen hat. Weil bei einem Kauf ist ja so, wenn jemand mehrmals kauft, dann ist es natürlich gut, dann haben wir mehrmals was davon, aber bei einer Anmeldung für ein Newsletter bringt es uns ja nichts, wenn sich derjenige zweimal einträgt, sondern es reicht ja, also er kann sich ja nur einmal eintragen, deswegen eine. Ja, Conversion Tracking Zeitraum, das ist schon, passt schon alles so, ist schon optimal, habe ich so gelassen, 30 Tage, ein Tag. Und die anderen beiden Optionen für meinen Fall habe ich auch standardmäßig gelassen. Ja, dann geht man auf Erstellen und Fortfahren. Ja, jetzt gibt es den natürlich schon. Da gehen wir jetzt mal kurz zurück zu meinem echten Conversion Tracking. Da ist es. Man kann das jederzeit auch bearbeiten. Geht man drauf, Einstellungen bearbeiten. So, hier seht ihr nochmal, dass ich das auch alles so eingestellt habe, wie ich es euch eben gezeigt habe. So, fertig. Und jetzt müssen wir den Tag natürlich noch einrichten. Und hier kann ich euch wieder nur den Google Tag Manager ans Herz legen. Geht einfach am einfachsten und am besten. Video zum Google Tag Manager kann ich euch ja hier beim i nochmal verlinken. Habe ich schon mal gemacht, wo ich euch zeige, wie der Google Tag Manager funktioniert und wie ihr den einmalig richtig einrichtet. Ansonsten gehen wir jetzt direkt mal rein in den Google Tag Manager und dann zeige ich euch das Ganze dort noch, wie das da geht. Google Tag Manager.
Es geht fix. Wir sind dann auch gleich schon durch. Es lädt gerade irgendwie sehr lange. Ja, wir haben jetzt hier auf jeden Fall unsere Conversion-ID und unser Conversion-Label bekommen hier von Google Ads. Und hier gibt es auch noch so eine kleine Anleitung dazu. Die beiden Werte müssen wir dann jetzt einfach nur reinkopieren. Ich zeige es euch jetzt kurz. Wenn er jetzt lädt er, sehr gut. Also wir wählen dann hier unser Konto, unser Container aus hier, unsere Website in dem Fall. Dann gehen wir auf Tags. Und dann können wir hier einen neuen Tag erstellen. Ihr seht, ich habe das hier schon gemacht. Google Ads Conversion Tracking, das ist das, was wir jetzt hier nochmal gemeinsam machen. Also neu. Da nennt man den hier oben natürlich Google Ads Conversion Tracking, damit man genau weiß, wofür der Tag ist. Dann gehen wir auf Tag Konfiguration, wählen hier das Google Ads Conversion Tracking aus als Tag-Typ. So, hier kommt dann unsere Conversion ID und unser Conversion Label rein. Ist natürlich bei euch anders als bei mir, ist klar. Genau, und dann haben wir es auch schon. Dann müssen wir hier unten nur noch den Trigger festlegen. Da gehen wir jetzt auf Trigger. Und hier habe ich mir einen neuen Trigger erstellt. Und zwar habe ich den genannt Danke-Seite. Weil da ja, sollen halt alle Besucher, die meine Danke-Seite besucht haben, sollen halt diesen Trigger und somit das Conversion-Tracking eben auslösen und dann als Conversion gezählt werden. Und deswegen habe ich hier Seitenaufruf gewählt. Ich zeige es euch kurz bei meinem richtigen. Also ihr seht, Trigger-Typ, also hier, ich habe ihn Danke-Seite genannt, Trigger-Typ, Seitenaufruf und dann einige Seitenaufrufe und Page-URL, also die Seiten-URL enthält in meinem Fall das Wort Danke, weil meine Danke-Seite eben heißt affiliategepard.com/Danke. Wenn sie bei euch slash herzlichen Glückwunsch oder slash thank you heißt, dann muss dann natürlich hier hinten das dann rein. Genau. Ja. Dann ist es das auch schon. Genau. Und ja, dann müsst ihr natürlich hier speichern. Und hier dann nochmal speichern. Und dann das Ganze hier wieder senden und veröffentlichen. Ja, bevor ihr das aber veröffentlicht, würde ich euch empfehlen, erstmal kurz das noch nicht zu veröffentlichen, sondern euch erst einmal die Vorschau anzusehen, weil da können wir nämlich jetzt gleich kontrollieren, ob das Google Ads Conversion Tracking bei uns auch ordnungsgemäß funktioniert. Aber vorher möchte ich euch jetzt noch kurz empfehlen, auch die Conversion-Verknüpfung zu machen. Die dient dazu, dass das Google Conversion Tracking wirklich nur ausgelöst wird, wenn jemand eben auf unserer Landingpage geklickt hat. Und jetzt nicht zum Beispiel die URL unserer Danke-Seite einfach nur eingegeben hat, weil er die woher auch immer irgendwie rausbekommen hat und dann halt einfach auf die Danke-Seite geht, sondern wirklich die, die unsere Landingpage besucht haben, dann geklickt haben, sich eingetragen haben und die E-Mail-Adresse bestätigt haben und dann somit auf die Danke-Seite gelangt sind. Deswegen hier die Conversion-Verknüpfung, also da geht man auch nochmal hier auf Trigger neu, auf Text neu, nennt das hier Conversion-Verknüpfung, Tag-Konfiguration, geht hier auf die Conversion-Verknüpfung und als Trigger nehmen wir hier einfach nur den Standard-Trigger All Pages Seitenaufruf. Das gilt jetzt für alle, die unsere Seite aufrufen. Genau, und das, dann habt ihr das auch schon. Ja, wie kann man jetzt überprüfen, ob das Conversion-Tracking ordnungsgemäß funktioniert? Ja, zum einen mal haben wir natürlich, also ihr müsst ja natürlich hier in Google Ads, gell, müsst ihr das dann auch noch speichern hier, euer Conversion-Tracking am Ende. Ich habe es natürlich jetzt schon, deswegen kann ich jetzt hier zurückgehen. Ja, einmal könnt ihr es natürlich hier sehen beim Tracking-Status, ob er funktioniert. Das kann allerdings dauern, weil hier steht meistens nur was, wenn wirklich jemand über eure Werbeanzeige auf eure Landingpage kam, sich da dann eingetragen hat, die E-Mail-Adresse bestätigt hat und dann eben auf eure Danke-Seite gekommen ist. Erst dann wird da hier was stehen.
Das heißt, das könnt ihr also auch nicht selber testen. Also ihr könnt das nicht selber simulieren, weil ja, es wird schwierig sein, dass ihr auf eure eigene Werbeanzeige irgendwie klickt und dann euch bei eurer eigenen Webseite so eintragt. Deswegen hier muss man dann wirklich eben halt warten, bis sich dann jemand einträgt. Oder halt optimieren, dass sich so schnell wie möglich so viele Leute wie möglich bei euch eintragen. Das ist natürlich auf jeden Fall das Ziel. Ja, ansonsten, zweite Möglichkeit ist natürlich hier in der Kampagnenübersicht. Sieht man dann natürlich auch daran, wenn es funktioniert, wenn dann hier hinten bei Conversion eben dann ein Wert steht, also nicht mehr 0, sondern zum Beispiel 1 oder 2, 2 Conversions, wenn sich zwei Leute bei euch eingetragen haben. Ja, daran erkennt man es. Und jetzt die dritte Möglichkeit und auch ja so die beste, damit man es gleich am Anfang sehen kann, wenn sich noch keiner eingetragen hat bei euch, kann man direkt sehen, ob der Tag eben funktioniert. Und zwar, indem man eben dann hier auf in Vorschau ansehen geht. Zuerst mal müsst ihr euch die Google Chrome Erweiterung Tag Assistant von Google runterladen. Da geht ihr also in den Chrome Web Store, ladet euch diese Browser-Erweiterung runter. Tag Assistant müsste sie heißen. Genau hier, Tag Assistant Legacy bei Google. Ihr seht, ich habe sie schon installiert. Die installiert ihr euch bei Chrome und aktiviert die. Dann seht ihr hier oben dieses kleine Icon. Ja, dann könnt ihr natürlich auch auf eurer Website direkt, wenn ihr eure Website besucht, könnt ihr natürlich hier auf meine Landingpage, so das ist meine aktuelle Landingpage, könnt ihr hier direkt oben draufklicken, auf Enable gehen und dann die Seite einmal neu laden. Und dann seht ihr hier schon mal die Tags. Und hier sehen wir zum Beispiel auch schon mal, dass unser normaler Google Ads Tag für eben die Custom Audience, hier für das Remarketing auch funktioniert. Ja, ansonsten kann man dann hier auch auf Records klicken. Hier steht dann noch mal eine Beschreibung. Da wird dann halt alles aufgenommen, was ihr jetzt gerade auf der Seite macht und alles registriert. Und hier könnt ihr dann halt gucken, ob das jeweilige funktioniert hat. Man kann hier auch noch draufklicken. Ja, aber die beste Möglichkeit, um das jetzt rauszufinden, ob das Google Ads Tracking wirklich funktioniert, ist für mich halt diese hier im Tag Manager. Wenn ihr das jetzt hier, wenn ihr den Tag gespeichert habt fürs Google Ads Conversion Tracking und die Conversion Verknüpfung, dass ihr dann noch nicht auf Senden geht, sondern erstmal auf In Vorschau ansehen. Ich kann es gerade nicht machen, weil ich habe hier gerade null Änderungen. Ich muss hier mindestens eine Änderung haben. Dann machen wir mal ganz kurz eine. Ich mache jetzt hier ganz kurz irgendwas. Lasst euch davon jetzt kurz nicht irritieren. Das ist es nur, um euch das zu demonstrieren. So, jetzt haben wir eine Änderung gemacht. Hier eine Änderung. Jetzt können wir uns in Vorschau ansehen. Gehen auf Start. Kommen dann jetzt auch auf unsere Website. Ich gehe jetzt gleich mal auf meine Landingpage weiter. So, weil hier geht es ja im Prinzip los. Hier werden ja alle hingeleitet, die auf meine Werbeanzeige klicken. Dann gehen wir jetzt hier wieder auf Continue. Und hier sehen wir jetzt, welche Tags gefeuert wurden und welche Tags somit ordnungsgemäß funktionieren. Also wir sehen, alle meine Tags aus dem Tag Manager funktionieren hier. Hier steht Fired two times, weil ich gerade auch schon einmal was geklickt habe, sonst würde hier nur one times stehen. All das hat alles geklappt. Mein Facebook Pixel habe ich hier auch drin, der funktioniert auch. Die Conversion Verknüpfung hat funktioniert. Der Google Ads Tag. Google Analytics, das passt alles. Der einzige, der noch nicht gefeuert wurde, ist halt das Google Ads Conversion Tracking. Und das ist ja auch richtig so, weil wir sind ja noch nicht auf unserer Danke-Seite gewesen. Deswegen sollte der ja auch noch nicht aktiviert werden, weil wir sind ja aktuell noch auf der Startseite, auf der Landingpage. Und wenn wir jetzt hier mal uns mal eintragen, testweise. So, jetzt bin ich auf der Bestätigungsseite. Jetzt wird er immer noch nicht gefeuert. Und wenn ich jetzt aber mal meine E-Mail-Adresse bestätige, ich habe jetzt eine E-Mail bekommen von mir selbst, dann gelange ich eben auf meine Danke-Seite und dann sollte der Tag auch ordnungsgemäß gefeuert werden. Und daran sehen wir dann, dass er funktioniert und die Conversions eben misst, für uns aufzeichnet. Ah, ich muss mein Konto wechseln, sehe ich gerade, sorry. War eine andere E-Mail-Adresse.
Okay, hier E-Mail-Adresse bestätigen. Herzlich willkommen jetzt hier zum So, ersten Teil jetzt der 4 sind wir auf der Ich bin der Chris, schön, dass ihr dabei Danke-Seite. Und jetzt können wir eben hier unten, auch wenn wir jetzt auf der Danke-Seite sind, bin ich jetzt hier auf meiner Danke-Seite. Ich habe jetzt quasi eine Conversion vollzogen. Jetzt gehen wir hier auf Open Debugger. Herzlich willkommen Gehen dann hier nochmal auf Continue im und wir Vier-Ads-Training. sehen, Ich mal bin ganz der kurz das Chris. Video pausieren, und wir sehen, es hat geklappt. Das Google Ads Conversion Tracking wurde einmal gefeuert und funktioniert somit ordnungsgemäß und alle eure Conversions werden gemessen und so könnt ihr euch dann auch da sicher sein. Genau. Ja, das war dann auch schon alles. Somit könnt ihr dann eben eure Conversions direkt immer hier im Google Ads hier verfolgen, hier in der Übersicht bei den Statistiken von eurer Kampagne, hier hinten in der Spalte Conversions. Und das ist auf jeden Fall sehr wertvoll, um halt, ja, die Gewissheit ist natürlich alles, ist natürlich sehr wichtig, um besser optimieren zu können und Klarheit zu haben, ist natürlich ganz wichtig. Ja, genau. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare unten rein, ob ihr das Google Ads Conversion Tracking bei euch schon eingerichtet habt und ob ihr da vielleicht noch irgendwelche Tipps und Tricks habt. Ansonsten Fragen auch gerne rein in die Kommentare, da können wir uns gegenseitig helfen. Ja, und dann würde ich auch schon sagen, danke fürs Zuschauen, cool, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Video dann schon. Ciao, ciao, euer Chris.